Zum dritten Mal stand die Jahrhunderthalle in Bochum unter Dampf. Nach den beiden erfolgreichen Veranstaltungen 2015 und 2016 fand erneut ein Steampunk-Jahrmarkt im Rahmen des historischen Jahrmarkts statt. Rund 3.700 Besucher fanden den Weg dorthin, die meisten kamen nicht zum ersten Mal. Das Konzept wurde zu den Vorjahren leicht verändert. Nur wenige Aussteller präsentierten ihre Erfindungen und Designs. Dafür gab es mehr Händler, um die Kaufwünsche der Besucher zu erfüllen. Die Benutzung der historischen Fahrgeschäfte war, wie bereits in den Vorjahren, im Eintrittspreis inbegriffen. Augenweide waren wieder die vielen fantasievollen Steampunk-Gewandungen und Gerätschaften. Hallo, das sieht ja ganz toll aus. Die ganzen Sachen sind selbst gemacht. Ja, sind sie. Und wie kommt man so darauf? Pure Langeweile, man überlegt sich, was könnte man als nächstes tun? Welche Untat stelle ich als nächstes an? Das ist ein bestimmter Charakter. Ich arbeite in einer kleinen Geschichte und ich bin Oberstleutnant der Kaiserlichen Schutzwache. Und das stelle ich ja auch dar mit dem Multiphasen-Kanonenwandler oder auch die Wandlerwumme genannt. Ich kann damit einstellen, also innerhalb der Geschichte, dass ich verschiedene Arten von Projektilen abschießen kann aus Energie. Ich kann auch ein Fangnetz abschießen. Das heißt, ich kann betäuben und ich kann einfangen. Das ist eine reine Präventivwaffe. Gibt es noch mehr, als wir jetzt hier sehen? Ja, es gibt noch ein, zwei kleinere Erfindungen. Zum Beispiel habe ich eine musikalische Dirigentus erbaut. Das heißt, ich kann mit Musik kleinere Tricks vorführen. Oder ich habe einen Zerstäuber gebaut. Das sind verschiedene Sachen dabei, die hauptsächlich immer eine Funktion haben. Die hier hat halt hauptsächlich Lichtfunktion, die anderen können auf Knopfdruck Seifenblasen hervorschießen lassen, was bei den Damen und bei den Kindern sehr beliebt ist. Da macht immer wieder Freude und Seifenblasen machen einfach glücklich. Daher hat man mir auch diesen Spitznamen Mr. Bubbles auch mal aufgepropft. Naja, aber es macht mir einfach furchtbar Spaß, meine Kreativität ausleben zu können. Es ist einfach schön. Neu war auch der Kostümwettbewerb. Hier bestand organisatorisch noch etwas Luft nach oben, weil einige der angemeldeten Teilnehmer zu dem Zeitpunkt bereits wieder abgereist waren. Der Moderator sollte sich zudem mit der Szene etwas besser vertraut machen. Spaß gemacht hat es dennoch und der Jury fiel die Entscheidung angesichts der vielen sehenswerten Kreationen bestimmt nicht leicht. We'll be right back.
kräftigen Applaus. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr. Was darf ich mir unter Freiburg unter Dampf denn vorstellen? Ja, Freiburg unter Dampf ist eine Steampunk-Gruppe in Freiburg im Breisgau. Einfach eine Plattform, um sich zu treffen, um Steampunk zu leben. Wir veranstalten Stammtische, wir veranstalten Museumsbesuche, wir fahren in andere Städte, gucken uns ein Museum an, wir gucken uns das Zeppelin-Museum zum Beispiel an, wir machen Picknicks, wir fahren auch mal nach Karlsruhe zur Karlsruher Gruppe. Wir haben schon eine Steamcon gemacht, zwei große Veranstaltungen mit Musik und allem drum und dran. Freiburg unter Dampf trifft sich oft auch mit badischer Gemütlichkeit in einem Gasthaus, tauscht sich aus. Es gibt vielleicht ein kleines Programm, es gibt immer ein Gruppenfoto. Es ist immer die Möglichkeit, dass sich Leute dazugesellen können, um uns kennenzulernen, um Steampunk kennenzulernen. Wir sind seit 2012 als Freiburg unter Dampf unterwegs und seit 2011 überhaupt in der Szene aktiv. Und Freiburg unter Dampf wurde auch gegründet, weil es in Süddeutschland zur damaligen Zeit keine Veranstaltungen und keine Gruppe gab. Solchen Gelegenheiten ist doch dieses schöne Filmchen entstanden, was ich da gerade gesehen habe. Ja, genau. Das ist unser letztes Projekt. Im letzten Jahr war man nicht ganz so viel unterwegs, aber dafür haben wir einen Stummfilm gedreht. Ein Low-Budget-Stummfilm, das heißt, wir haben vielleicht Ausgaben von 20 Euro gehabt insgesamt und haben aber einen 22-minütigen, schönen, spannenden Stummfilm mit Musikunterlegung, also mit Piano und so weiter, kreiert, veröffentlicht im Dezember bei unserem letzten Stammtisch und den haben wir auch bei YouTube eingestellt, zu finden unter Freiburg unter Dampf, Abenteuer in den Wolken. Und das führt Sie jetzt ins Ruhrgebiet? Ins Ruhrgebiet führt uns natürlich die tolle Location hier. Die Jahrhunderthalle ist einfach prädestiniert für Steampunk, finden wir. Die Kirmes, diese Jahrhundertwende-Kirmes-Atmosphäre ist phänomenal. Dahin gekommen sind wir durch Freunde, die hier Mitorganisatoren waren, die uns gefragt haben, wollt ihr nicht mitmachen? Für uns ist natürlich ein weiter Weg, das sind fast 7 bis 8 Stunden Fahrt. Und es lohnt sich aber jedes Mal. Das ist schon unser drittes Mal, dass wir hier sind. Und wir sind weiterhin begeistert. Und wir haben auch vor, wenn das wieder weitergeht, dass wir auch wieder herkommen. Mein Fazit, viele nette Leute wieder getroffen, meine Höhenangst ein weiteres Mal auf dem Riesenrad bekämpft, tolle Gewandungen gesehen und Anregungen für eigene Projekte gesammelt. Mir persönlich haben die Aussteller mit ihren fantastischen Gerätschaften etwas gefehlt. Doch das ist sicher Geschmackssache. Mit dem Steampunk-Jahrmarkt hat sich in Bochum jedenfalls eine Veranstaltung für die Szene etabliert, auf der ich sicher nicht zum letzten Mal gewesen bin. Dann bis bald und nicht vergessen, habt Spaß und lasst euch nicht unterkriegen.